So, willkommen bei einem weiteren Video von Next Move. Heute wird's abenteuerlich. Es geht auf die Langstrecke, Roadtrip nach Südeuropa. Nach Sizilien wollen wir fahren. 2100 Kilometer. Hier steht ein Tesla Model S. Das ist uns diesmal nicht gut genug für die Reise. Wir nehmen was Sparsameres. Wir setzen auf das effizienteste Langstreckenfahrzeug, nämlich Tesla Model 3. Long Range, Heckantrieb, vollgeladen stehen. 516 Kilometer auf dem Tacho. 2100 Kilometer. Wir hoffen, dass wir nicht in die Osterstaus geraten und wollen es mit einem 100er Reiseschnitt inklusive Ladepausen schaffen. Mal sehen, ob wir heil ankommen in Sizilien. Ich bin gespannt. Wir packen mal noch fleißig Sachen ein. Familie fährt mit, zwei Kinder. Und wir gucken mal, was uns so erwartet. So, jetzt haben wir Sachen gepackt. Erstes Problem, irgendwas müssen wir vergessen haben, denn hier, bis hier ist noch Platz. Gar nicht voll geworden, das Auto, das gab es noch nie. So, Halbzeit. Wir sind angekommen in Florenz. Das ist ungefähr die Hälfte der Strecke. Wir sind die Nacht durchgefahren. Das waren knapp 1100 Kilometer in 12 Stunden. Das heißt, den 100er Schnitt haben wir nicht ganz gehalten. Aber das lag daran, dass natürlich Kinder auch mal auf Toilette müssen, wenn wir nicht gerade am Supercharger stehen. Und wir auch mal einmal noch ein bisschen ein Nickerchen gemacht haben. Und mal das Auto vollgeladen haben unterwegs und natürlich Mautstationen in Italien. Die gehen natürlich auch auf die Durchschnittsgeschwindigkeit. Wir schauen uns hier ein bisschen um. Das Auto steht vollgeladen im Parkhaus. Wir haben hier in Florenz am Supercharger im Hotel gefrühstückt und werden heute noch ein bisschen fahren und die zweite Etappe dann morgen auf uns nehmen. Elektroautos gibt es in Florenz schon jede Menge. Sie verfolgen einen quasi auf Schritt und Tritt, wenn man an der Straße wie hier entlang geht, ist es so, dass ca. jede Minute ein Elektroauto vorbeikommt. Angefangen von kleinen Pritschentransportern, die aussehen, als wären sie schon 10 Jahre alt, über Kleinbusse für die Innenstadt, über Müllabfuhr, natürlich jede Menge Smarts, Leaf-Taxis, sehr viele Hybrid-Taxis auch. Das Einzige, was ein bisschen nervig an den Taxis zumindest ist, dass die dieses Piepsen, wie wir es zum Beispiel kennen, wenn ein Nissan Leaf rückwärts fährt, dass die dieses Piepsen auch machen, wenn sie vorwärts fahren, das heißt dauerhaft piepsen. Das heißt, man hört sie dann schon, aber es ist dauerhaft präsent in der Innenstadt, aber dafür stinken sie wenigstens nicht. Die Sonne lacht, so soll es sein in Italien. Wir sind in Magliano Sabina, kurz vor Rom. Da drüben steht ein 8er Supercharger, versteckt auf dem Gelände eines Hotels, so ein bisschen so auf dem Hinterhof. Da ist das Hotel und die Zufahrt. Und interessant auch hier zwei neue Triple Charger von Enel. Die hier ganz frisch, hier hat offenbar noch keiner geladen, sieht alles noch ganz frisch aus. Gibt es also auch Strom für die anderen, das haben wir an fast allen Superchargern hier in Italien gesehen, dass es nebendran auch gleich noch eine Lademöglichkeit für die anderen mitgab. Ansonsten war die A1 die Hauptverkehrsader des Landes, war ein richtig zähes Programm, muss man sagen, ist eine zweispurige Autobahn, kostet richtig viel Geld, mehr als Strom, hat einen Standstreifen gefühlt 1,50 Meter breit, ist überfüllt, ist immer so ein bisschen, schlägt manchmal so durch bis in den Stillstand, Reiseschnitt unter Tempo 100, es wird nicht geblinkt, es wird rechts überholt, also muss man schon gut aufpassen auf sich, sein Auto und die Familie, dass man hier heil durchkommt. Jetzt nicht dramatisch, aber halt kein schönes Autobahnfahren, wenn man bedenkt, dass das eigentlich die Hauptverkehrsachse in diesem Land hier ist, von Nord nach Süd. Es gibt an der anderen Küste noch eine, aber das meiste wird sicher hier lang rollen, weil wir jetzt auch kurz vor Rom hier sind und das ist halt eine relativ zähe Angelegenheit. Und deswegen, weil in Rom auch Stau ist über eine Stunde, haben wir jetzt erstmal, obwohl der Akku noch halb voll ist, erstmal noch hier einen Zwischenstopp eingeschoben und werden hier erstmal noch einen Kaffee trinken und gucken, ob dann der Stau vielleicht ein bisschen weniger ist.
So, einer der großen Vorteile ist, wenn man mit dem Elektroauto auf Reisen geht und sich nicht in den Flieger setzt, dass man unterwegs auch mal anhalten kann und sich noch was Hübsches angucken kann. Zum Beispiel Rom. Wir sind hier auf dem Petersplatz vor dem Petersdom. Reingehen ist schwierig, die Schlangen sind kilometerlang, kann man fast sagen. Die Leute stehen hier um den ganzen Platz rum, um da vorne einmal reinzukommen, um dem Papst über die Schulter zu schauen quasi. Aber auch von draußen ist es durchaus sehenswert und einen Zwischenstopp durchaus wert. So, schönen guten Morgen. Wir sind hier am Supercharger etwas südlich von Neapel, direkt am Hotel. Und ich muss sagen, hier stehen Hütchen. Das ist ja schön, dass die Hotelgäste nicht zuparken. Aber ich glaube, es war heute Nacht gar keiner hier und hat geladen. Also sehr wenig Frequenz hier an Teslas. Gestern haben wir einen gesehen. Jetzt hier, glaube ich, war noch gar keiner. In Italien wird nach Kilowattstunden abgerechnet. Das heißt, ich habe natürlich gestern Abend das Auto weggeräumt. Und jetzt habe ich ihn mit 90% hier nochmal rangestellt. Er lädt jetzt hier mit 10-12 kW. Wir packen noch unsere Sachen und dann geht's weiter. Wenn jetzt hier Hochbetrieb wäre, hätte ich es natürlich nicht gemacht. Aber da also nicht nach Zeit, sondern nach Kilowattstunden abgerechnet wird, geht es schon mal. Das Hotel war ganz gut. Wir sind also hier eine Viertelstunde vor Küchenschluss um kurz vor 10 gestern hier eingeflogen. Haben bezahlbar ein Zimmer bekommen, haben was zu essen bekommen. Und jetzt sind es noch ungefähr 600 Kilometer. Wir werden uns Pompeji noch ein bisschen anschauen. Und dann werden wir heute Nachmittag nach Sizilien übersetzen. Noch zwei Supercharger. So, noch ein paar Worte zur Anreise. Was hat das Ganze gekostet? Wie weit war es? 2150 Kilometer mit ein bisschen paar Umwegen sind wir gefahren. Bezahlt haben wir Autobahngebühr für Österreich, pauschal per Vignette, dann den Brennerpass und dann Autobahngebühr in Italien. Allerdings ab Neapel ungefähr war die Autobahn in Italien kostenfrei. Dann die Überfahrt mit der Fähre, das kostet Messina 75 Euro hin und zurück. Und auf Sizilien war dann Autobahn wieder kostenfrei. Supercharging an Strom für die Strecke. Ungefähr 100 Euro. Ja, wo hat es uns hier hin verschlagen? An den Rande des Etna Nationalparks in ein altes Weingut sozusagen, was zum Leben wiedererweckt wurde. Ihr seht es im Hintergrund. Strom gibt es auch aus dem Küchenfenster raus. Wurde mir ein Kabel gelegt, das haben wir vorher angemeldet. Es gibt entsprechend dickes Kabel. CE 16 Blau gibt es hier, die man also mit 16 Ampere theoretisch belasten könnte. Es ist auch relativ modern installiert, aber ich will ja keine Vorsicherung kicken. Das heißt, ich habe es nur mit 10 Ampere belastet. Dann ist das Model 3 zwar über Nacht nicht voll, aber man kommt hier ohne Probleme über die Woche, wenn man es immer ransteckt und am Ende auch wieder nach Hause. Ja, so schaut es hier aus. Wenn man Ruhe sucht, ist man hier gut aufgehoben. Internet ist nur ganz, ganz schwach. Gelegentlich schwappt mal eine Welle hinein, dass mal Textnachrichten man empfangen kann. Ansonsten zum E-Mails lesen oder schreiben reicht es nicht. Es gibt mehr oder weniger keine Nachbarn. Da hinten sind die letzten Gärten vor dem Etna. Den Etna selber sehen wir leider nicht, weil unser Hausberg davor ist. Der ist ungefähr 1200 Meter hoch. Hier sind wir ungefähr auf 800 Meter. Mit der Natur eins sozusagen. So wie man auf Sizilien gerne Urlaub macht, wenn man schon abseits der normalen Anreise sich hierher bewegt, dann auch Unterkunft vor Ort. Sehr naturverbunden und ländlich. So sieht's aus am Etna Nord. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Vor 3 Minuten schien noch fast die Sonne. Nee, Sonne schien nicht. Die letzte halbe Stunde hier hoch hatten wir Nebel. Als ich das letzte Mal hier oben war, so vor 10 Jahren vielleicht, da gab es hier nur eine Art Bergbaude. Was wir jetzt sehen ist, oder nicht sehen ist, da hinten den Skilift. Dann der Skiverleih und die Skihütten und hier noch ein paar Souvenirgeschäfte. Das Entscheidende ist, das ist alles nur aus Holz gebaut, denn ein richtiges Haus aus Stein hierher zu bauen, das wäre relativ teuer und nach 20 Jahren ist es sowieso wieder weg, weil irgendwann kommt die Lava. Wir sind also mitten im Lavafeld, hier ist die Lava, da drüben war ein großer Lavastrom. Man sieht am Rand verbrannte Bäume, also man sieht hier richtig, wie das da gelodert hat, die gerade noch stehen geblieben sind, die nur abgebrannt sind oder völlig auf dem Lavafeld, da ist dann gar nichts mehr. 7 Grad haben wir jetzt hier oben. Ja, und morgen oder übermorgen wollen wir Etna Süd angehen, dann auch mal noch ein bisschen weiter hoch, nicht ganz hoch. Dann hoffen wir auf schöneres Wetter.
Ja, so schmutzig kann das Model 3 sein. Ich glaube, es ist keine Vulkanasche. Ich glaube, es ist Saharasand, der hier niedergeregnet ist gestern. So, das war's mit dem Roadtrip nach Sizilien durch die, über die Vulkaninseln sozusagen. Mit dieser kleinen Impression von der Insel Vulcano verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Video. Gerne Kanal abonnieren. Tschüss, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ciao.